Moin Freunde, schöne Zugfahrt hinter mir. Willkommen auf Gleis 7 auf dem Hauptbahnhof in Cottbus. Viele von euch fahren regelmäßig mit dem Zug, manche fast täglich, manche auch eher weniger. Damit das überhaupt möglich ist, gibt es einen ganz, ganz wichtigen Beruf und um den kümmern wir uns heute, nämlich den Gleisbauer. Und dazu treffe ich den Leo. Ich bin 19 Jahre alt und derzeit im dritten Lehrjahr bei der DB Netz AG und mache eine Ausbildung zum Tieferfacharbeiter im Gleisbau. Hier in Cottbus nehme ich an. Richtig. Und was machen wir heute? Ja, ich zeige dir heute mal ein paar Tätigkeiten, die wir am Gleis ausüben. Freunde, dann ab an die Schienen. Bis gleich. Unweit vom Bahnhof sind wir direkt angekommen. Was ist das hier? Im Hintergrund seht ihr, das ist der Stützpunkt von uns. Hier sind unsere Meisterbüros drin, unsere Umkleidekabinen, Duschen und Pausenräume. Wann beginnt so eure Schicht im Regelfall? Regelfall ist die Frühschicht, das ist dann von 6.30 Uhr bis 15 Uhr. Sehr gut. Also umziehen, Freunde. Bis gleich. Wir sind also jetzt in voller Montur. Also ich habe schon einen Helm, eine Jacke, eine Hose auf jeden Fall. Dann gehören die Schutzschuhe noch dazu. Einmal der Gehörschutz und die Schutzbrille. Morgens ist hier der Treffpunkt von einem Kollegen im Bereich Tief- und Gleisbau und dann wird früh besprochen, wo es hingeht. Wir haben ein System auf dem Handy, dort wird das vom Feindplaner draufgespielt. Okay. Und der teilt uns ein und dann kommt es halt immer ganz drauf an, was für Aufträge. Meistens sind wir in der Gruppe zusammen, aber wenn jetzt zum Beispiel noch totes Wild mit dazu kommt, ganz kurzfristig oder spontan, totes Wild. Totes Wild. Dann fährt zum Beispiel mal schnell zwei, drei Leute in die Richtung und die anderen fahren dann schon zur Baustelle. Okay. Unser Einsatzplan steht, Freunde. Bis gleich. Wir sind jetzt hier hinten bei uns im Lager. Dort finden wir dann die ganzen Werkzeuge, ja, die wir dann immer mit auf die Baustelle nehmen. Und gleich seht ihr dann den GAF, das ist unser Gleisarbeitsfahrzeug. Und mit dem fahren wir dann auf die Baustellen, ja, wenn zum Beispiel mehr Transportmittel benötigt wird oder Schienen geladen werden. Ja. Oder Wege bzw. die Streckenkilometer, wo wir hin müssen, mit Autos schwer zugänglich sind. Genau. Also fahren wir mit dem Schienenfahrzeug raus. Um das einzuordnen, da hinten ist der Cottbuser Hauptbahnhof. Das ist das Gleisarbeitsfahrzeug. Und das hier ist schon ein Kran? Genau, das ist der Kran, ja. Damit heben wir zum Beispiel die Schienen. Auf der anderen Seite sieht man Schienen, die wir beladen, ja, um die mit zur Baustelle zu kriegen. Okay. Die legen wir dann hier mit drauf. Und okay, ansonsten auch bei Baustellen, um die Schienen rauszuheben aus, okay, dem Gleis. Sehr gut. Und dann habt ihr hier einen Hänger auf jeden Fall dran. So, und hier habt ihr alle Arbeitsgeräte oben, wie ich schon sehe, die man so braucht. Absperrung. Das ist die feste Absperrung, genau. Die wird dann am Gleis festgemacht. So, das ist dann so eine Absperrung für uns, dass wir halt nicht über die drüber dürfen. Ah, okay. Dass wir halt nicht ins andere Gleis gelangen. Und wie viele Mann fahren dann immer so mit so einem GAF? Mit dem GAF ist der Fahrer und dann dürfen bis zu 6 Personen mitfahren. Sind jetzt mal im GAF angekommen, in der Lok? Genau. Hier können die Kollegen mitfahren. Fahrer. Gleis. Wie ist überhaupt euer Einsatzgebiet? Wir fahren bis Doberlok. Ja. Und bis Guben, Wellmütz, die Strecke. Das, okay, sind so die weiteste Spanne. Wie bist du überhaupt zu dieser Ausbildung gekommen? Also erstmals durch Freunde. Ja. Es gibt halt welche, die vor mir schon bei der Bahn angefangen haben. Und dann habe ich ein bisschen mit denen gequatscht. Die haben mir das auch ganz gut weiterempfohlen. Und da habe ich im Internet belesen. Ja, habe mich einfach beworben direkt online. Gibt es eine Tätigkeit in deinem Beruf, wo du sagst, das macht mir wirklich am meisten Spaß? Also derzeit sind es die Azubi-Baustellen, die wir in der Ausbildungswerkstatt haben. Ja. Weil wir dann wirklich in einer ganz großen Truppe zusammen sind. Und die Kollegen, das macht mit denen auf jeden Fall super Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Es gibt bestimmte Tätigkeiten, wo man einfach sagt, da braucht man Hilfe, dann kommt der andere Kollege und das ist halt auch die Hauptsache, dass man sich gegenseitig unterstützt. Was war so vielleicht auch das Schwierigste, was du hier lernen musstest? Ist es vielleicht, weiß ich nicht, diese körperliche Arbeit, die dann irgendwann reinschlägt? Oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also du kannst ja nachher mal, ich gebe dir mal so eine Stoffmaschine in die Hand, dann wirst du sehen, womit wir so täglich arbeiten, mit dem Gewicht und alles. Und ja, dann merkt man auf jeden Fall schon, dass es körperlich anstrengend ist. Ja. Kostenloses Fitnessstudio aber. Ja, das stimmt, ja. Spare ich mir die Kosten dafür. Ich habe schon mal bei der Straßenbahn gemacht. Weiter, 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 weiter. Jawohl. Rollt. Der Lokomotivführer ist nichts dagegen. Die Gleise liegen draußen und Wind und Wetter ist ja auch vorhanden. Genau, ja. Das heißt, egal wie heiß oder kalt es draußen ist, das Gleis muss repariert werden. Ja, es gibt natürlich auch bestimmte Temperaturen, wo wir dann nicht mehr ans Gleis ran dürfen. Entweder wenn es viel zu heiß draußen ist, dann, okay, dürfen wir nicht mehr ans Gleis, oder wenn es auch zu kalt ist, ist es auch so. Wenn man bei zu heißen Temperaturen am Gleis arbeitet, kann es auch passieren, dass dir die Schiene ein Stück entgegengesprungen kommt. Oh, okay, krass. Ja. Manchmal sieht man das auch auf Bildern und im Internet, wenn so eine Gleisverwerfung ist, dann liegt das Gleis so krass, dann fährt der Zug nicht mehr. Ah, okay. Was dir lieber, Sommer oder Winter? Winter, da kann man sich warm arbeiten. Das stimmt.
der Schraubflug. Damit können wir das kleine Eisen lösen und festziehen. Das kleine Eisen heißt? Kleine Eisen, das ist das Befestigungsmittel, womit wir die Schwelle an der Schiene befestigen. Okay, das hier. Gelöst, sozusagen. Also jetzt, das sind jetzt die Teile, die wir auf jeden Fall für jetzt gelöst haben. Genau, ja. Das heißt, wir könnten jetzt von hier, also das hier ist nämlich an, ist mit der Schwelle verschraubt. Das ist mit der Schwelle verschraubt, ja. Genau, das sind die Schwellen hier, diese Betonschwellen, ja. Wir können jetzt sozusagen rein theoretisch die Schiene dann hier so lösen. Genau, aber dazu müssen wir halt auf beiden Seiten das kleine Eisen lösen. Genau, okay. Genau. So, wir haben gerade die Schrauben gelöst. Jetzt kommen wir zu einer Stopfmaschine, hast du gesagt. Zu einem Stopfer, ja. Stopfer. Genau. Ja, ist in Ordnung. Was wiegt das? 25 Kilo ungefähr. Ja. Das ist dazu da, wenn zum Beispiel Senken im Gleis sind, das bedeutet, wenn das Gleis ein Stück abgeht, okay, dass wir die Senke wieder, also sozusagen hochholen. Das ungefähr passt und dann fangen wir an zu stopfen. Das kenne ich. Was ist das? Eine Gabel. Ja. Ich nehme an für Steine und Schotter. Für den Schotter, richtig. Schottergabel. Okay. Schottergabel. Ihr habt ja sensationell immer nur mit schweren Gerätschaften zu tun, ne? Sensationell. Perfekt. Genau. So, jetzt schaut der Meister von etwas weiter weg und sieht halt hier die Senke. Ja. Und in der Zeit drehen wir die Winde immer hoch und müssen immer auf den Meister hören, wenn er irgendwann ruft, stopp. So, dann haben wir unseren speziellen Griff, dass wir beim Drehen uns nicht kreuzen, keinen Knoten in die Arme machen. Ja. Vorsichtig. Dann greifen wir um. Ja. So. Genau. Und jetzt drehen wir wieder ein Stück und so geht das dann immer weiter. Und in der Zeit würde sich die Schiene sozusagen... Die drückt sich jetzt nach oben, genau. Okay. Ran an die Maschine. Ran an die Maschine. Wir fangen immer vier Schwellen vorher an. Okay. 1, 2, 3, 4. So nah wie möglich an der Schwelle versuchst du dich nach unten zu arbeiten. Ja. Und irgendwann kippst du den Stopfer und drückst nach unten, dass der Schotter praktisch unter die Schwelle kommt. Ah. Ich meine, stopft sozusagen Schotter unter die Schwelle, damit das Gesamtbild oben bleibt. Genau, richtig. Voll verstanden. Dann nochmal. Na, 4 Schwellen hast du jetzt noch. Und dann nochmal 4 Schwellen bis auf die andere Seite. Aber ich meine, ich bin ja noch nicht mal mit der durch, oder? Nee. Krass. Jetzt haben wir hier noch den Gleisüberhöhungsmesser. Okay. Damit können wir einmal die Spurweite kontrollieren und einmal die Überhöhung des Gleises. Die Regelspurweite, was schätzt du? Was ist die? Also ist das 1,50? Ja, bist auf jeden Fall nah dran. Ne? Okay. Also die Regelspurweite beträgt 1435 mm. 1,43,5. Alles klar. Ja. 1436. Genau, 1436. Das ist optimal. Richtig. So ziemlich. Ja. So, dann können wir auch gleich noch die Überhöhung messen. Ja. Da hast du hier einmal eine Libelle, wie so eine Wasserwaage. Genau. Okay, jetzt haben wir hier 2 sozusagen. Genau, -2 haben wir jetzt. Ah, -2. Genau. Die ist ein bisschen geneigt. Genau, ja. Ist das jetzt noch im Bereich, wo man sagt, jo, ja? Das ist noch in Ordnung, ja. Okay. Ja, so. Na dann probieren wir mal das kleine Eisen wieder so zusammenzusetzen, wie wir es gerade auseinandergenommen haben. Okay, jo. Die bestimmt zuerst hier rein, oder? Ja, richtig. Okay, dann mach ich das mal. Spange drauf. Ist das eine Spange? Spannklemme, ja. Spannklemme, okay. Unterlegscheibe, logisch. Und die Motorlok so um. Den Rest macht die Maschine dann, okay. Die ganzen einzelnen Teile oder beziehungsweise auch die Schiene, wann merkt man denn, ob sie jetzt angeschlagen ist oder ob ein Teil ermüdet ist oder so? Gibt es da irgendwelche Kontrollen oder so? Also es gibt noch einmal die Ultraschaller, die prüfen dann die Schiene mit einem speziellen Gerät und die können dann feststellen, ob dort ein Schienenfehler drin ist oder nicht. Und wenn dort einer ist, dann wird das halt weitergegeben und dann kommt der Auftrag an und so weiter. Ultraschaller heißt, da gibt es ein Fahrzeug, das prüft durch Ultraschall, ob da irgendwas genau, ist. Genau, ja. Gleis ist wieder fest. Sauber Arbeit. Leo hat mir einen Trick gezeigt, und zwar den Gleisbauer-Trick. Päuschen. Wir haben ja hier ganz viele Schrottschienen, ne? Genau, ja. So, und von den Schrottschienen können wir jetzt mal eine zerflexen. Genau. Alles Feuerwerk!
Jo, krass. Ja, krasses Ding. Magst du auch mal probieren? Ich probier's mal. What the fuck? Aber das ist echt krass anstrengend. Also, jetzt zum ersten Mal auf jeden Fall. Das zieht schon ganz schön, ey. Ja. Jo, also Respekt auf jeden Fall. Wenn du mal den Gleisbauerberuf grob zusammenfasst, was beinhaltet der? Also ich bin ja hier in der Instandhaltung. Unsere Aufgaben sind es halt, zum Beispiel Schienen zu wechseln, Schwellen zu wechseln. Was lernt ihr so grundlegend in eurer Ausbildung? Also ich glaube, dazu gehört ja viel Handwerk, ne? Das heißt, wir haben einmal den Betrieb, dann habe ich einmal die Berufsschule, die ist in Magdeburg. Und noch einmal eine Ausbildungswerkstatt, die ist auch in Magdeburg, direkt in Königsborn. Also wir mauern dort, wir pflastern, wir machen Schalungsbau, Rohrleitungsbau, Holzbau. Und im zweiten Lehrjahr ist es dann so, dass wir haben dann nur noch die Berufsschule, die Ausbildungswerkstatt und den Betrieb. Da kann man so sagen, dass man ungefähr Hälfte, Hälfte, also Hälfte in Betrieb und Hälfte in Magdeburg. Und ja, in den ersten zwei Lehrjahren ist es auch so, dadurch, dass es auch eine Tiefbau-Facharbeiterausbildung ist, dass wir die ersten zwei Lehrjahre so auf den Tiefbau beziehen und im dritten Lehrjahr kommt dann so die Spezialisierung Gleisbau. Hast du dich vorher schon mal ausprobiert gehabt über Praktika oder so, oder hast du eigentlich andere Richtungen erstmal ausprobiert gehabt in der Schulzeit auch so? Ich hatte andere Richtungen ausprobiert, die eigentlich sehr wenig mit dem Handwerk zu tun hatten. Ja, was war das? Einmal war ich im Bereich Floristik, einmal im Bereich Tierarzt. Ach krass, okay. Und einmal im Bereich Versicherung. Ausprobiert und gemerkt, Richtig. Ist jetzt nicht so. Und dann tatsächlich Gleisbau dann mal direkt losgestartet. Genau. Was ich sehr faszinierend finde, ist, wenn ich bin halt viel mit dem Zug unterwegs und wenn ich weiß, okay, an der Stelle war ich, zum Beispiel gestern hat er gestopft, da habe ich mitgeholfen. Das ist dann schon ein ganz kleines Glücksgefühl, freut mich auf jeden Fall, ja. Dann fährt der Zug drüber und es funktioniert einfach. Ja. Ich hatte auf Instagram zwei Fragen auf jeden Fall vorab ja reinbekommen. Da ging es um die Frage Geld, stimmt's? Passt, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Andere Frage war Nachtarbeit. Sind die Schichten viel in der Nacht gelagert? Es kommt immer auf die Aufträge drauf an, die wir bekommen. Natürlich gehört Nachtarbeit dazu, weil wir dort einfach längere Sperrpausen haben, wo man dann halt Schiene wechseln kann und alles Schweißarbeit. Aber es hält sich auf jeden Fall an Grenzen. Regel ist Montag bis Freitag, kann aber auch mal zum Beispiel eine Nachtschicht passieren, die von Freitag auf Samstag geht oder eine Nachtschicht von Sonntag auf Montag. Stimmung unter Kollegen, cool bei euch? Ja, ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe die ganzen drei Lehre, einen Ansprechpartner, an den kann ich mich immer wenden. Steht er bei dir bald die Prüfung an, nehme ich an? Genau, ja, nächstes Jahr im Sommer. Und danach? Man kann natürlich weiter hochgehen, vor allen Dingen, weil die Bahn auch in ganz vielen Bereichen sucht, kann ich halt nach der Ausbildung erstmal so zwei Jahre Berufserfahrung machen und dann kann ich auch weitergehen mit einem Meister, mit einem Techniker. Also es ist so, wenn du die Ausbildung oder die Prüfungen dann erfolgreich abschließt, dann ist auch eine Übernahmegarantie. Ja. Feierabend. Für heute. Sehr gut. Danke dafür, dass ihr täglich diese Arbeit leistet vor allem. Wir fahren darüber mit unserem Zug, alles halten wir für selbstverständlich, aber ihr sorgt dafür, dass die Strecke sauber ist. Vielen, vielen Dank. Gerne. Es war mir eine große Ehre, mit dir heute diesen kleinen Einblick zu bekommen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, auf dass du in der Region bleibst. Wer Bock hat darauf, vor allem wer eine Faszination auch für Schienen hat, fürs Handwerk, da hat man wirklich viel. Man arbeitet mit Stahl, man ist auch ein bisschen mit dem Zug unterwegs und natürlich die Faszination, große Arbeitsgeräte und so weiter. Also ruhig mal ausprobieren, bei der DB kann man auch locker ein Praktikum machen. Die sind auch auf allen Ausbildungsmessen sowieso immer mit dabei. Wenn ihr weiterhin dabei bleiben wollt, abonniert den Kanal, aktiviert auch die Glocke mit dazu, ihr wisst ja, Benachrichtigungen und so weiter. Checkt auch mal die anderen Videos aus, findet eure Leidenschaft und habt erstmal eine geile Zeit. Bis dahin!